In diesem Video möchte ich euch erklären, wie die partielle Integration funktioniert. Ihr habt in einem anderen Video schon gesehen, wie man beispielsweise Stammfunktionen von Polynomen oder sowas berechnen kann. Das funktionierte halt auch, oder wie das halt immer bei der Integralrechnung ist, so dass wir genau eine Gegenoperation zum Ableiten oder zum Differenzieren haben. Und jetzt ist es halt bei der partiellen Integration so, dass wir letztendlich so ein Analogon zur Produktregel haben. Das heißt, wir haben an sich erstmal irgendeine Funktion, die wir integrieren wollen, die einen Malpunkt hat. Das ist erstmal das Wichtige. Dann bietet sich meistens an, die partielle Integration zu benutzen. So, was ist jetzt das Wesentliche dabei? Und da schauen wir uns die Formel einmal an. Es steht jetzt hier einmal f'. Das heißt, es sieht jetzt so aus, als würden wir mit einer Ableitung starten. Das ist allerdings nur die Notation dafür, dass wir hier, wo später dann ein f steht, integrieren wollen. Also lasst euch davon nicht irgendwie beeindrucken. Das heißt, wir haben erstmal irgendein Produkt f mal g, wobei das jeweils irgendwelche Funktionen sind, die von x abhängen. Dann ist das Integral davon, beziehungsweise die Stammfunktion, erstmal f aufgeleitet mal g, genauso wie es im Integral steht, minus ein weiteres Integral von f, also auch wieder das integrierte f und jetzt der Ableitung von g. Das heißt, wir haben im Wesentlichen eine Funktion, die aufgeleitet wird oder integriert wird und eine, die abgeleitet wird. Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich, was ich integrieren oder ableiten muss? Da gibt es im Wesentlichen immer einen Sinn hinter, dass man sich halt überlegt, okay, ich habe vorher ein Integral, habe irgendeinen anderen Ausdruck und hinterher auch wieder ein Integral. Das heißt, ich komme eigentlich nur wirklich voran, wenn das spätere Integral leichter wird. Sprich, durch die Integration von f' oder die Ableitung von g. Und dann ist halt das so die Grundidee, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Das heißt, wenn wir uns jetzt direkt angucken, x minus 1 mal e hoch minus x dx, dann ist halt die Frage, was davon wollen wir integrieren und was wollen wir ableiten. Wenn wir so ganz grob eine Vorstellung davon haben, von dieser Integrationstabelle, dass wir f und f' haben und generell die e-Funktion bleibt ja irgendwie immer gleich. Wenn wir ein Polynom haben, so x minus 1 wird es integriert zu 1/2 x² minus 1x. Und wenn wir es ableiten würden, würde daraus eine 1 werden. Das heißt, wir schauen uns an, letztendlich, was davon sieht einfacher aus. Und ich finde persönlich die 1 deutlich schöner. Deshalb sage ich, okay, ich möchte x minus 1 ableiten im Integral. Das heißt, ich weiß hierdurch, okay, x minus 1 oder beziehungsweise hier die 1 soll mein abgeleitetes g sein. Also ist dementsprechend x minus 1 mein g von x. Dann bleibt für e hoch minus x nur noch f' von x über. So, dann muss ich gucken, was damit passiert. Wie gesagt, g von x muss ja abgeleitet werden. Das wird dann einfach zu 1. Und e hoch minus x muss letztendlich integriert werden. Das heißt, wenn wir e hoch minus x ableiten würden, würde ja nur so ein minus 1 als Vorfaktor davor kommen. Entsprechend bei e hoch minus e hoch minus x auch. Das heißt, wir können daraus aus dieser Grundüberlegung folgern, dass das Integral von e hoch minus x dx einfach minus e hoch minus x dx ist. So,
Das heißt, wir müssen jetzt an dieser Stelle eigentlich nur noch einsetzen. So, das wird ein wunderschönes Bild, wie ich gerade sehe. Wir haben also im Wesentlichen x Integral von x minus 1 hoch e hoch mal e hoch minus x dx ist gleich. So, schauen wir uns nochmal die Formel an. Wir wollen jetzt f aufleiten und g so stehen lassen. Wir hätten gesagt, f ist unser, oder f' ist unser e hoch minus x. Das heißt, wir sollten hier auch das Minus hinschreiben. Wir haben dann minus e hoch minus x mal unser g unverändert, also mal x minus 1. Jetzt schauen wir nochmal in der Formel nach. Jetzt steht da minus Integral von wieder f, letztendlich f' aufgeleitet und dann g abgeleitet. Also minus Integral von minus e hoch minus x mal Ableitung von g und das ist 1. Das heißt, wir haben hier minus e hoch minus x mal x minus 1. Dieses Minus und dieses Minus können wir zu einem Plus machen. E hoch minus x mal 1 brauchen wir nicht, weil das konstant ist. Das können wir prinzipiell vor das Integral ziehen. Und dann steht noch das da. Schauen wir uns also auch nochmal an. Vorher hatten wir im Integral e hoch minus x mal 2 minus x Quadrat. Und jetzt haben wir nur noch e hoch minus x, was wir letztendlich sogar hier schon mal integriert haben, stehen. Das heißt, wir können das direkt auflösen. E minus e hoch minus x mal x minus 1. Und dann hatten wir gesagt, das ist minus e hoch minus x. Und letztendlich, weil wir eine Stammfunktion bilden wollen, oder alle Stammfunktionen, plus c, wobei c aus den reellen Zahlen ist. Das heißt, wir haben letztendlich minus e hoch minus x mal x minus 1. Und hier noch einmal plus 1 plus c. Und damit minus e hoch minus x mal x. Und eben plus c. So, schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, falls wir noch eins haben. Okay, das eigentliche Beispiel, was wir nehmen wollten, ist das. Ist natürlich eben aufgefallen. Also, und das, was wir hier berechnet haben, war natürlich die ganze Zeit diese Funktion. So, jetzt haben wir hier wieder ursprünglich e hoch x mal 2 minus x Quadrat dx. Wir haben also wieder ein Polynom und eine e-Funktion. Generell würde ich mir merken, dass wir lieber das Polynom dabei ableiten, weil das dann irgendwann nach endlich vielen Schritten einfach verschwindet. Und eine e-Funktion, das ist ja egal, ob wir das integrieren oder ableiten, letztendlich wird daraus immer so ein Kreislauf, falls wir ein Minus haben. Das heißt, wir wissen dadurch schon mal, das ist unser g und das ist unser f'. F' wollen wir integrieren, haben also e hoch x, was e hoch x bleibt, schreiben dann g unverändert hin, minus Integral von e hoch x integriert, was wieder e hoch x ist, mal g abgeleitet und g abgeleitet ist, die 2 fällt weg und aus x² oder minus x² wird minus 2x. Das heißt, wir haben hier noch minus 2x dx. So, das vorne können wir ein bisschen schöner schreiben, dass wir uns den Malpunkt sparen, eventuell 2 minus x² e hoch x. Minus. So, jetzt haben wir hier immer noch ein Polynom
Und wir sehen immer noch nicht auf den ersten Blick, was wir hier tun wollen oder wie wir das direkt integrieren können. Das heißt, wir müssen auch hier wieder schauen, was davon ist mein Polynom. Das möchte ich ableiten. Das hier ist das Polynom und das andere ist die E-Funktion. Die E-Funktion möchte ich, wenn dann, nur integrieren. So. Das heißt, auch hier mache ich in erster Linie nochmal diese Minusklammern, damit ich das mit dem vorderen Minus später dann einfach verrechnen kann. Muss jetzt f integrieren, was dann e hoch x bleibt, mal minus 2x minus Integral von e hoch x mal, also jetzt dieses g abgeleitet ist minus 2, dementsprechend mal minus 2 dx. Dann komme ich auf 2 minus x Quadrat e hoch x, kann jetzt das erste Minus rausziehen, mit dem verrechnen, komme dann auf plus 2x e hoch x. Dann habe ich hier nochmal ein Minus plus, also Minus und Minus wird dann plus, Integral von e hoch x mal minus 2 dx und werde dann die Klammern los. Was ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich das als konstanten Faktor erkenne und nach vorne ziehe. Sprich, dann einfach habe 2 minus x Quadrat e hoch x plus 2x e hoch x minus 2, also ja, minus 2 mal Integral von e hoch x dx. E hoch x bleibt einfach e hoch x. Das heißt, hier halte 2 minus x Quadrat e hoch x plus 2x e hoch x minus 2 e hoch x plus mein c, wobei c eine beliebige reelle Zahl ist, um wirklich alle Stammfunktionen zu finden. Und jetzt kann ich e hoch x ausklammern, erhalte dann dementsprechend 2 minus x Quadrat plus 2x minus 2 mal e hoch x plus c. C als reelle Zahl. Kann mir jetzt überlegen, was daraus wird. Hier ist plus 2, da ist minus 2. Also habe ich letztendlich minus x Quadrat plus 2x mal e hoch x plus c. Und bin dann an dieser Stelle fertig. Das heißt, was haben wir gesehen? Die Formel der partiellen Integration, die manchmal auch durchaus anders aussieht, sagt im Wesentlichen nur aus, ich brauche ein Produkt und eine Funktion muss ich integrieren, die andere muss ich ableiten. Dann muss ich zuordnen, was davon macht das spätere Integral an dieser Stelle sympathischer, wenn ich es ableite bzw. aufleite. Und da bietet es sich halt an, dass man, wenn man ein Polynom hat, einfach immer das Polynom ableitet und wenn man eine E-Funktion hat, dass man die integriert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr natürlich auch gerne diesen Kanal abonnieren und das Video mit Gefällt mir markieren. Wenn ihr wisst, dass Freunde oder Bekannte ähnliche Probleme haben, dann dürft ihr natürlich auch gerne dieses Video und vor allen Dingen den Kanal weiterempfehlen. Viel Erfolg!